Ducato, neues Projekt, Motor ausbauen. Hier, wo ich stehe, sollte der Motor sein. Das ist er nicht. Und warum er das nicht ist, das seht ihr in diesem Film. Auf geht's. Wir gehen ins Detail. Ihr seid dabei. Motor ausbauen. Auf geht's. Ich bin dann mal wieder weg. Bevor wir jetzt hier anfangen, den Motor auszubauen, ne? Handy ist wieder voll geladen, machen wir einige Bilder. Und zwar genau von den wichtigen Teilen, wo es drauf ankommt, ja. Also hier die Kabel, ja, kurze Leitung, lange Dieselleitung, hier oben. Durch alles einfach mal so durchfotografieren, damit wir das später wieder haben. Bevor das hier richtig losgeht, haben wir hier unsere Verstärkung, unsere Kaltschnauze, die ist natürlich mit dabei. Wir haben wieder einen Lappen und jetzt nehmen wir hier nach und nach die Dieselleitung ab. Dann nehmen wir den hier los. Dass hier kein Dreck reinkommt. Der kriegt auch einen. Haben wir ja schon hier die Schelle gelöst, die haben wir nach oben geschoben und dann nehmen wir hier den Kraftstoffschlauch runter. Und da kann das immer mal so ein Tröpfchen rauskommen. So, jetzt machen wir diese Kraftstoffleitung los. Das geht am besten mit Steckschlüsseln. Da, oh, auch in unserem Pott drin, aber das war's schon. Da kam so viel nicht. Kleinen Püt drauf, dass wir uns nicht da unnötige Verschmutzung reinholen. Beste Klebeband, ne? Gut abgeht. Hier befindet sich der kaputte Gasbautenzug, also die Manschette hier ist kaputt. Und hier ist so eine Klammer umzu. Da wollen wir mal gucken, wie wir die loskriegen. Ich versuch das jetzt mal. Die muss eigentlich nach hinten geschoben werden. Oder da zumindest irgendwie weg. So. Da habe ich sie jetzt runtergeschoben und da kann man den abnehmen. Dann kommt die da so wieder drauf. Natürlich eben fixieren, damit die uns dann nicht abhaut. Hier ist es so befestigt, hier unter der Muffe, hier ist ein Gewinde. Und das können wir wahrscheinlich hier rausdrehen mit der Zange. Aber es scheint alles ziemlich fest zu sein. Aber wir werden das trotzdem versuchen. Müssen wir nur später wissen, wie das wieder zusammengesessen hat. Ach, die ist auch noch gekontert da. Ja, dann kann da nichts schief gehen. Jetzt können wir den da auch rausziehen. Den wieder drauf. Eben alles wieder zusammenschrauben. Damit wir wissen, wie das gesessen hat. Dies hier ist so ein Hartplastikrohr. Ich glaube, den schrauben wir einfach da los. Oder, ne, wir nehmen den da oben ab. Das Rohr nehmen wir da oben ab. Das ist unsere Unterdruckleitung. Da ist sogar noch Unterdruck drauf. Da. Bisschen hebeln, dann geht das schon. Da. Jetzt nehmen wir die Anschlussleitung des Anlassers ab. Und dies hier ist der kleine, das kleine Relais. Zack, so. Das hier müsste der Todmacher sein. Der hier habe ich auch noch nie auseinander. Ein bisschen hin und her drücken hier, ein bisschen drauf drücken. Da,
Dann geht's besser. Hier diese Steckverbinder. So. Weiter geht's. Die Strippen hier, die klebe ich hier erstmal im Bett zusammen. So. Na, dann nützt ja nichts. Diese Dose kennt ihr auch schon. Das ist die Motorentlüftung. Ist ja nicht so schwer jetzt. Müssen wir nur einen Lappen reinstecken. Der ist nicht gerade sehr fest. Bisschen Tänzelei, den da rein rauszukriegen. Ist noch Motoröl drin. Hier sitzt ein O-Ring, richtig. Ein O-Ring, der das abdichten soll. So, hier unten diese Schrauben, die müsst ihr lösen. Das hier nennt sich Rosenrohr, glaube ich, damit wir da auch rankommen. Vielleicht muss das auch nicht sein, aber wir nehmen es runter und ich kann das hier nicht filmen, weil ich die Kamera nicht positioniert kriege. Also diese Schrauben abschrauben. Wir nehmen es jetzt aber auch ganz ab. Das ist schon ganz lose. Ich weiß nicht, wie es aufgebaut ist. Aber das sehen wir. Dieser hängt hier drauf. Und dann kann man den wegnehmen. Hier befindet sich die Schelle von dem Luftansaugschlauch. Die nehmen wir hier auch los. Aber das kann ich jetzt so nicht mit einer Hand. Deswegen lege ich euch wieder weg. Diese Schelle hier, die müsst ihr lösen. Mit der Schlauch, der ist wichtig, den kriegt ihr nicht wieder. Der ist ganz selten. Wir müssen diese Schraube raus haben, damit wir das irgendwie hochnehmen können. Aber um da hinten ranzukommen, würde ich gerne dieses Blech hier erstmal abschrauben. Das Schutzblech sozusagen oder den Halter. Achso, hier ist ein Stecker noch. Die können runter. Ich weiß nicht, was das ist. Rückwärtsgang wahrscheinlich. Das war der Rückwärtsgangschalter, der da saß. Bei der letzten Schraube, ja, da war hier so Dichtmittel drauf. Ich weiß nicht, ob die durchgeht zum Getriebe. Boah, jede Menge Scheiben drunter. Also da sitzt so ein ganzes Dichtpaket. Wenn wir die Schraube nach hinten rausziehen. So. So. Da hinten sitzt auch noch mal so ein Dichtpaket. So, den haben wir schon mal weg. Und den hier oben, den haken wir aus. Na, zack, da haben wir ihn. Naja. Das ist unsere Tachowelle. Direkt daneben sitzt der Kontrollstab. Das Ganze sitzt hier, ganz hinten drin. Da sitzt die Tachowelle drin. Das ist ein Gummi. Das kann ich jetzt von hier oben nicht so ohne weiteres lösen. Jetzt werde ich die Tachowelle da oben herausziehen. Erstmal innen lösen. Dafür bauen wir dieses Armaturenbrett hier aus. Nachdem wir die Schrauben hier raus haben, sollten wir den eigentlich nach vorne ziehen können. Und dahinter sitzt auch die Tachowelle. Tja, da ist schon gar keine mehr dran. Das ist ja prima. Die ist schon ab. Die liegt hier. Da haben wir die Tachowelle. Dann würde ich mal sagen, ziehen wir die da mal raus vorne. Mal gucken, ob wir die da rauskriegen. Und dann nehmen wir gleich mal das Armaturenbrett ab. Eben schnell wieder ein Foto morgen. Den runterdrücken hier. Dann geht das schon. Das war's schon. Da habt ihr das Ding schon raus. Bei dem rechts sind wir gemacht. So sieht er von hinten aus. Und da ist er ausgehakt. So, jetzt wollen wir mal gucken. Diese Gummimuffe muss raus. Und ganz schön ölig. Aber das war ja so ein Problem von denen. Hat sich da im Welten verfangen. Da ist er ja. So, dann nehmen wir den nämlich so ab. Mit dieser Leitung und gucken uns das später unten an. Dieser muss noch weg. Ja, und die Leitung, die kann auch noch kleben, die da ansetzt. Kriegen wir auch mit der Knarre ganz gut.
Ja, da sitzt nicht viel Druck drauf, aber da kommt Öl. Jawohl, so ist das. Hydrauliköl, sozusagen. So. Hochbinden. Sieht ja wieder ganz gut aus, ne? Wenn man den richtig sauber machen würde. Eigentlich kann man das hier wegflexen. Zack, zack. Ding runter. Gleich ist er. Diese beiden Schrauben von dem Getriebehalter hier unterm Wagen, die nehmen wir jetzt raus. Aber das haben wir in anderen Filmen auch schon gezeigt, damit der dann oben in der Halterung hängt. Weil die Halterung sieht ja auch nicht mehr so pralle aus. Hier sehen wir die zweite Halterung und hier die dritte. Darunter, das ist die dritte Halterung. Und dann müssen wir ihn einhängen und dann sollten wir ihn hoch und rausnehmen. Nachdem wir das Getriebe unten gelöst haben, haben wir jetzt schon ein bisschen Bewegung drin. Jetzt müssen wir ihn auch einhängen und dafür müssen wir den Kran vorbereiten. Und immer schön pumpen, pumpen. Ja, ja, dann geht er hoch hier. Dann geht er hoch. Jetzt kommt der große Augenblick, ne? Ich würde sagen, wo Jumbo Wasser lässt. Ein bisschen hell hier mit Gegenlicht und so, aber ja, da geht das schon. Jetzt gucken wir mal. Jetzt müssen wir ihn richtig positionieren. Axel Osterlo, guten Tag. Hi Kathi. Die Regierung ruft an. Ich leg auf. Nee, ich mache euch zu. So. Da machen wir eine Sicherungsmutter rein. Da haben wir schon mal einen Punkt. Auf dieser Seite haben wir einen Schäkel. Ein bisschen ablassen. So. Und nun müssen wir noch kicken, wie wir das da anhängen. Da. Dieser gefällt mir nicht so gut, um den damit reinzuhängen. Ich würde am liebsten hier mit dem Gurt da reingehen. So ein Spanngurt, so eine Ratsche. Dann kann ich den dann noch ein bisschen nachratschen, wenn er schief hängt. So. Hier haben wir auf jeden Fall so einen. Den kann ich dann nachher da einhaken. Hier, so. Und dann mal rum. Dann kann ich den hier noch nachziehen. So war der Plan. Jetzt sollte der... Mann, ist der lang. Mutter oben mit. Jetzt gucken wir erst noch mal. Da liegt er überall sauber rum. Hier unten. Das sollte alles so gehen. Jetzt schrauben wir den hier los. Und da. Ich würde sagen, will ich go. Jetzt löse ich zuerst den da unten drin. Diesen hier. So, nun wird es interessanter, ob er jetzt nach unten absackt. So habe ich mir jetzt eigentlich vorgestellt, dass wir den jetzt hier drüber noch ein bisschen hochziehen. Also jetzt wird das immer so ein bisschen Fummelei, hier pumpen. Jetzt kommt er hier frei. Hier haben wir schon Bewegung drin. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier. So dürfen wir natürlich auch nicht von den Böcken heben. Und gucken, dass es schön frei ist.
Andere Seite auch. Hier, wo wir diese Schraube gelöst haben, da ist er jetzt auch gekommen. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ein bisschen Bammel habe ich ja schon, ne? Aber Füße weg, sag ich nur, Füße weg. Gerade mit den guten Sicherheitsschuhen. Sagen, den muss man haben. Dieser hier, der saß hier so drin, den konnte ich jetzt rausziehen. Der kommt dahin. Das ganze Gestänge hier, das darf ja gar nicht wegfliegen. Jetzt gehen wir zur anderen Seite. Also ich habe noch total Bammel, dass wir hier nicht hoch genug kommen mit dem Arm, dass wir da nicht rüberkommen. Ja, dann kann man den wegflexen. Ne? Also das ist die harte Methode, wegflexen. Ne? Aber gucken, ob es klappt. Hier, die Schraube, die ist jetzt nicht mehr zu sehen. Und jetzt müssen wir ihn hochkriegen. Das Zeug weg. Also ich glaube, rein ist besser mit zwei Mann. Das ist der Zeitpunkt, wo ich meine Handschuhe mal anziehen sollte. Er hängt frei. Scheiße. Er kommt. Ich stelle euch ein bisschen weiter weg. Das ist mir sonst zu riskant. Das ist so aufregend. So oft machen wir das ja nicht mehr. Aber wir haben alle Leitungen los. Ja, der hängt so drauf. Und mal rennen. Ui, ja, da kommt sie. Darf ich vorstellen, meine Mama kommt, wenn alles getan ist. Mit Blumen. Was ich gewonnen habe. Wo das denn? Weihnachtsmann? Schrottwichteln? Schrottwichteln. Ja, wunderbar. Hier ist der Motor, Mutti. Wir haben ihn raus. Ja. Unglaublich, ne? Ja. Mit Familienanhang. YouTube mit Familienanhang. Ja, ich komme da jetzt nicht so sauber rum. Aber dass ihr erstmal so den ersten Eindruck habt. Von der Maschine. Hier ist der Turbolader dran. Ja, und da unten, da ist das Getriebe. Da sind die Eingänge. Und wir werden ihn jetzt hier erstmal abstellen. Da ich diesen Motor ungern so frei wie hier jetzt hängen lasse, werde ich jetzt versuchen, den abzulassen. Ja. Und das geht auch nur ganz vorsichtig. Jetzt fängt er an zu sinken. Er lässt sich hier auch gut justieren, der Wagen. Ich stelle ihn jetzt ganz stumpf. Nee. Kleine Druckverteilung können wir ihm dann noch geben. Ich lasse ihn auch eingehakt. Ich lasse ihn auch eingehakt, nur nicht frei schwebend. So. So, der Motor ist raus. Hier unten sehen wir die Halterung von dem Getriebe. Die ist natürlich kaputt, sonst hätten wir die ganz abgenommen, ist natürlich klar. Aber da haben wir die ja bei uns neu gemacht. Hier sehen wir die Gummilager von der Beifahrerseite. Haben wir hier nochmal das Gummilager, das sieht auch schon ein bisschen mitgenommen aus, dieses porösige. Von der Fahrerseite. Die Motorlagerung ist das quasi, ne? Die kann man ruhig mal erneuern. Und nun guck mal, was ich da wieder entdeckt habe. Ich werde doch nochmal hier zum Tierfilmer werden wir nochmal. Ja, direkt da unter dieser, ja, was ist das, von der Lenkung, die Welle.
unter den Gummimuffer, da ist ein ganzes Nest. Na, da sind alles Eicheln und so. Da hat sich das jemand gemütlich gemacht. Ja, da hat wohl ein Moos gewohnt. Ein Lütsche Moos war da. Die kann da jetzt auch nicht mehr wohnen. Aber das war auch nicht bei uns. Beim Hinschauen des Motors ist mir jetzt als erstes erstmal eben aufgefallen, ich weiß nicht, vielleicht kriege ich von euch ein paar Statements dazu, dass hier oben dieses Rad, da wurde das ja auch alles nur abgedichtet, aber dieses Rad sieht so ungewöhnlich neu aus, als ob das gar nicht dazu passt, als ob der vielleicht der Zylinderkopf überarbeitet wurde oder die Kurbelwelle da oben. Ja, das passt nicht zu den anderen Dingen. Aber da werden wir noch Gewissheit kriegen, wenn wir das alles auseinanderbauen. Das fiel uns nur als erstes eben auf. Aber vielleicht könnt ihr ja was dazu sagen. Aber das sieht irgendwie ganz neu aus. Aber gut. Nur mal so am Rande bemerkt. Hier handelt es sich um eine 55 Ampere Lichtmaschine. Die werden wir aber auch erneuern. Wir haben eine stärkere, schon liegende neue. Und die kommt dann natürlich rein. Aber wenn jemand noch Verwendung dafür hat, mal einfach anschreiben. Ach, den Motor haben wir raus, er steht hier. Da haben wir schon drüber gesprochen und wir hoffen, euch hat der Film gefallen und sagen bis dann. Osterhenne, tschüssi und schaltet wieder ein, wenn es da heißt. Wir gehen ins Detail und ihr seid dabei. So, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann.